grundsätzlich Interesse und auch immer eine Ahnung, was oder habt ihr eine Ahnung, was in meinen Spielern vorgeht, was in den Köpfen vorgeht. Und dann gibt es natürlich auch von mir immer eine Situationsbewertung, wenn ein Spieler den Wunsch hat, jetzt mal völlig losgelöst vom Sandro, gab ja auch bei Sipi Rudi oder bei Niki oder bei Edu oder bei Fabi Scheer, das ist ganz egal, da gibt es ja viele Beispiele jetzt auch schon in der Zeit, wo ich, seitdem ich Trainer bin, versuche ich schon immer, mich in die Lage der Spieler auch hineinzuversetzen. Ich glaube, das gehört dazu, wenn man den Anspruch hat, empathisch zu sein und auch eine Beziehung aufzubauen zu seinen Spielern, dann gehört das dazu. Und da gibt es von mir eine Situationsanalyse, die ich auch mit dem Spieler bespreche. Und da gibt es natürlich Momente, wo vielleicht auch mal ein 26-jähriger Spieler kommt und sagt, er möchte irgendwo hinwechseln zu einem Verein oder zu einem Konkurrenten, wo ich auch offen dann nicht nur auf den Spieler höre und sage, ja, das ist sein Wunsch, dann machen wir es halt einfach, sondern dann schon auch versuche, mit Argumenten dagegen zu reden. Und das gibt dann auch Situationen, wie ich habe ja schon gesagt, die Gemütslage von Sandro ist bekannt, wo man vielleicht mal mehr Interesse hat oder mehr Dinge mehr verstehen kann, wie vielleicht bei manch anderen, wo man weniger dagegen reden muss. Ich glaube, jeder hier drin weiß, dass der Sandro zwei Kinder hat, die in Unterhaching leben, also sprich in der Nähe von München leben. Er hin und her pendelt, dass Bayern München sein Jugendverein ist, dass er auch nicht mehr ganz, ganz jung ist. Also ich bin genauso alt, aber ich bin noch jung, ich bin Trainer. Er ist Spieler, ist nicht mehr ganz so jung. Und von dem her gibt es da jetzt keinen Groll, dass dann Interesse besteht, dass er vielleicht dahin wechseln möchte.